So, ihr kennt das sicherlich auch, dass wenn ihr was vorhabt, aber euch fällt eigentlich momentan nichts ein. Darum, ich lege einfach mal los, ich probiere was aus, keine Ahnung. Ich bin gerade wirklich auf dem Punkt, wo ich nichts weiß, was ich machen soll. Ich habe noch die Restfarben übrig, und zwar dieses Kaminrot, Türkisblau, dieses Patalo Türkis, etwas dunkler, geht schon ins Grünliche, dann permanent gelb-dunkel und habe mir jetzt aber zusätzlich noch Kupfer angerührt, einen größeren Becher mit Weiß. In diese Farben, außer jetzt in Kupfer, habe ich ja den Cell Creator 1:1 mit dem Bubble Booster gemischt. Ihr kennt ja das letzte Bild mit dem Swipe, falls nicht, oben schauen, ich habe es euch verlinkt. Okay, das ist ein Rahmenverzieher 40, ein XL-Rahmen, ne, mit 3,5 cm Tiefe. So, ich fange jetzt einfach mal an. Probiere mal was aus. Eigentlich wollte ich Weiß davor machen. Aber das kommt eigentlich auch nicht schlecht. Wenn ich da jetzt immer noch ein bisschen Weiß drüber mache, sehe ich gerade. So, hier noch ein bisschen Kupfer, dass auch oben noch was ist. Okay, scheint nicht ganz gerade zu sein, müsste aber. Okay, so ist mir das fast, wow, wobei das auch schon cool kommt. Aber ich probiere trotzdem was mit so einer Spachtel, mit diesen Rillen drin. Ich schätze mal, da wird man wahrscheinlich nachher eh nicht viel sehen, weil ich ja viele Zellen bekomme. Okay, egal. Jetzt lass uns mal laufen. Mal schauen, dass wir die Flecken voll bekommen. Wow. Da muss noch ein bisschen runter laufen. Habt wahrscheinlich nicht viel gesehen. Ja, das mit den Kanten muss ich noch üben. Test mal um. Da ist mehr grün, weiß, mehr weiß. Jetzt habt ihr es dann von allen Seiten gesehen? Ja, das passt doch.
Okay. Das ist eigentlich richtig cool. Jetzt habe ich fast das Problem, das noch zu erhitzen. Wisst ihr was, ich mache es nur ganz stellenweise und hoffe, dass nicht zu viel Zellen kommen. Mit diesem kleinen Brenner, ne? Wisst ihr was, ich werde das jetzt so lassen, in der Hoffnung, dass nicht mehr so viele Zellen kommen. Da kommt mein Gelb raus. Und da wird es schon wieder grün. Okay. Finger weg, einfach in Ruhe lassen. Fast schon zu viel. Schau mal, mich interessiert auch, wie gerade mit diesem Cell Creator, ob das dann trotzdem noch richtig durchkommt beim Erhitzen oder ob das so bleibt. Wenn es so bleibt, alles cool, dann passt das. Okay. Da habe ich sogar leichte freie Stellen. Kann ich aber. Da ist rot. Rot habe ich fast nichts. Aber wie gesagt, egal, das trocknet ja. Das trocknet ja so ab. Also ebenerdig wieder. Passt. Okay. Ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken, dann sehen wir eigentlich auch, was sich wirklich noch getan hat und was nicht. Und ich hoffe, es bleibt so. Dann haben wir gar nicht so viel Zellen, dann kommt es auch cool. Dann bis gleich. Okay, Freunde. Jetzt seht ihr mal auch den Unterschied. Da habe ich noch mal ein bisschen nacherhitzt, da sind dann kleinere gekommen. Aber wenn ich es wenig erhitze, gerade mit diesem Cell Creator und Bubble Booster, kommen dann in der Regel große Zellen. Ne, anders wie da, wo ich es ziemlich stark erhitzt habe. Ihr habt es wahrscheinlich vorher gesehen, das Video. Dass dann da die kleinen rauskommen. Oha. Okay, sei es einmal von daheim. Ich denke mal, das hält sich so. Es wird noch ein bisschen nacharbeiten, aber meine Strukturen hier bleiben hoffentlich. Ja, da gibt es schon Big Bubbles. Aber hier meine Strukturen. Gehe ich mal davon aus, dass die bleiben. Okay. Also gut. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ein kleiner Tipp, keine Angst haben. Also ich weiß manchmal auch nicht, was ich mache oder was ich machen soll. Einfach drauf loslegen und wenn es euch nicht gefällt, bearbeitet es weiter, bis es euch gefällt. Also da dürft ihr keine Angst haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Und im schlimmsten Fall lasst es trocknen, übergießt es nochmal. Aber keine Angst haben. Ihr seht, irgendwas machen und dann passt das auch. Okay, dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.